Willkommen zu einer neuen Folge im Kopf des Feindes. Ja, diesmal ohne Intro und auch ohne wirklich großartige Vorbereitung, ohne Thumbnail oder sonstiges. Ich hatte mal wieder technische Probleme. Ich hoffe, dass ich jetzt gelöst habe. Fest steht, erstmal meine ganzen gespeicherten und vorbereiteten YouTube-Sachen sind erstmal weg. Ich hoffe, das Ganze noch retten zu können. Aber damit ihr diese Folge habt, nehme ich jetzt ganz spontan noch schnell eine am Sonntagabend auf. Genug der Vorreden, wir springen mal direkt in das Video rein. Ich hoffe, dass es von der Lautstärke her passt. Wer im Kopf des Feindes nicht kennt, Giacomo vom Channel Lieber Kate, der Link in der Videobeschreibung, hat eine Runde Town of Salem aufgenommen. Ich kommentiere das Ganze und nun wollen wir mal schauen, wie sich der Giacomo angestellt hat. Ein Blick in die Videobeschreibung lohnt sich immer wieder, denn ihr könnt da auf den Link draufklicken zum Kanal Lieber Kate. Und da seht ihr, der Giacomo kommentiert auch Runden von mir. Das heißt, da könnt ihr auch gleich mal sehen, was Sache ist. Und wie er meine Runden kommentiert. Wir haben hier eine Runde Ranked oder Ranked Practice. Eins von beiden. James Bailey erstmal gelieft. Giacomo als Executioner mit dem Target John Proctor will Doctor Claim. Und das Hashtag alles Noobs außer Mutti darf natürlich nicht fehlen. So. Der Vorteil für uns ist, wenn wir zuschauen und wenn ich drüber hinweg kommentiere, ist natürlich, dass es einfacher ist, weil ich auf mehr Sachen achten kann als der Giacomo, währenddem er spielt. Er will claimen, dass es eine Witch gibt. Das ist eigentlich ein Klassiker inzwischen. Einfach nur, weil dadurch die Chance auf den Executioner gesenkt wird, beziehungsweise ausgemerzt wird. Weil wenn es eine Hexe gibt, kann es keinen Executioner geben in der Zusammenstellung. Dann müsste aber jemand anderer claimen, dass er auch kontrolliert wurde, weil sonst wird es kompliziert. Aber gut. Giacomo will das durchziehen. Mal schauen, ob er aggressiv rangeht oder nicht. Wir haben auch nur wenig Voraussetzungen bei im Kopf des Feindes. Man darf maximal 2 Nächte vor dem Ende sterben, denn sonst gibt es nichts zum Kommentieren, weil wir das Spiel des jeweils anderen kommentieren wollen und nicht die allgemeine Situation, die allgemeine Runde. Und ihr könnt mir auch Runden schicken, einfach aufnehmen und dann zukommen lassen per Mail oder sonstiges. Der Arsonist hat gelieft, es gab keinen Kill und Giacomo direkt mit dem Claim, er wurde kontrolliert. Wenn natürlich jetzt ein Lookout auf Giacomo gewesen wäre, wüsste er sofort, dass Giacomo lügt. Aber mal gucken, was da sonst Großartiges passieren könnte. Die Frage ist halt auch, wie will Giacomo da vorgehen, als Executioner. Yogi. Soll wahrscheinlich Bye-Bye Yogi heißen. Interessant, warum? Oder gibt es da einen, der Soggy heißt? Nee. I saved you. John Proctor Target. Claimt damit Doktor. Natürlich schlecht für Giacomo. Aber okay. Mal gucken, wie das Ganze wird. Ja, ich habe ja in der letzten Woche irgendwann auch mal, ich habe Anfang der Woche ein Video hochgeladen bezüglich des Bugs, des Exploits bei Town of Salem. Er soll gefixt worden sein. Ich hatte jetzt die letzten Tage keine Zeit, weil kein Computer, um das wirklich zu verfolgen. Es gab aber eine Update-News Ende November, in der es dann wohl hieß, es wäre gefixt worden. Gleiches gilt auch für Ranked, dass die Ranked-Season nämlich heute am 4. Dezember, wie ihr das seht, beendet wird und dann zeitnah eine neue gibt. Und das heißt, ich werde natürlich jetzt warten, bis die neue Ranked-Season anfängt. Bei dieser Mittelseason, da brauche ich kein Ranked spielen. Und ich hoffe, dass bis dahin wieder alles normal funktioniert, dass wieder meine ganzen Daten da sind, der Computer nicht schon wieder rumzickt und dass wir dann ganz normal wieder das Jahr noch beenden können mit normalen Ranked-Folgen, Together-Folgen und so weiter und so fort. In der Nacht ist Sue Denim gestorben. Ein Kill hat es gegeben, ansonsten nichts. Giacomo zieht natürlich seinen Doktor-Claim erstmal durch. Gibt ja 3 Random Town, von daher auch möglich. Der Kill von der Mafia war zu erwarten. Am Mayor. Okay. Kein schlechter Kill natürlich für die Mafia. Aber ansonsten hier erstmal nichts Großes los. Uff, spammt nur ein bisschen rum.
Ja, es brennt weiter. Ansonsten eine sehr langweilige Runde. Die Town macht nichts. Jacko braucht nichts machen. Hier jetzt frühzeitig schon jemanden zu betiteln, ist schwierig. Ein erster Ansatz von, ja, ein erster Ansatz von Framing, also Bezichtigung von Böse sein, weil er hat Doktor claimed und er hat den Mayor nicht protected. Aber er wusste es natürlich nicht, deswegen so ein bisschen auf Gag. Kann aber gefährlich sein, kann nach hinten losgehen für Jocko. Weil die natürlich diesen Gag hier nicht verstehen werden. John Willard hat zum Beispiel nicht verstanden. William Hobbs auch nicht. Labri mit dem Leaf. Apropos Leaf, da ist auch ein Bug. Der ist schon länger da und zwar von Anfang an. Wenn man Lever reportet, wird der nicht durchgegangen oder wird er nicht durchgehen, beziehungsweise er wird gar nicht im Trial System in irgendeiner Weise berücksichtigt. Reports funktionieren nur, während die Spieler noch da sind. Ist von Anfang an bekannt, aber die machen nichts dagegen. Das heißt, diese ganzen Millionen Reports, die ich schon rausgehauen habe, waren eigentlich alle umsonst, außer zur eigenen Befriedigung, dieses Gefühl zu haben, diesen Vollidioten was reingewirkt zu haben, was sie gar nicht bekommen haben. Aber naja, wir hatten Diskussionen, oder ich habe sie ja schon mal erzählt, quasi. Ich habe schon einen Monolog drüber gehalten, Hauptsache Kartenspiele kommen raus. Aber nicht diese richtigen Sachen. Wobei sie da ja auch, um noch ein bisschen über die Developer zu reden, einen QA-Manager eingestellt haben, der eben das Ganze jetzt noch ein bisschen besser koordinieren soll, damit eben die Vorschläge und auch die ganzen Bugs, die reported werden, auch ein bisschen bearbeitet werden. Transporter hat James und James Bailey geswitcht, was schwachsinnig ist, weil James Bailey eh tot war. Damit ist ein random Town raus. Double Rope blocked, attacked and protected. Thanks, guys. Okay, jetzt haut er hier ganz schön was raus. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob er wirklich gewarblockt worden ist oder einfach nur lügt, um mir so ein bisschen Spaß dran zu haben. Ja, dann haben auch Spaß daran, aber sie kommen halt nicht wirklich vorwärts. Sie versuchen hier auch eigentlich gerade gar nicht in irgendeiner Weise ein bisschen was zu retten. Mehr noch ein Lever mit William Phipps, warum auch nicht. John Proctor claimt, dass er Yogi protected hat. Also wurde er wahrscheinlich wirklich attackiert. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Dann wird er wahrscheinlich wirklich auch gewarblockt worden sein. Ich könnte natürlich jetzt zurückspulen und nachgucken, aber das will ich nicht. Ich werde versuchen, gleich darauf zu achten, wenn er nochmal irgendwann den Chatlog öffnet. Es wird schwer sein, John Proctor gelyncht zu bekommen, wenn A, die ganzen Leute lieben und B, er halt schon quasi als confirmeder Townie dasteht. Der Vorteil ist halt, wenn John Proctor wirklich stirbt, kann Jacko sagen, ich bin Doktor, ich habe ihn geheilt und es ging halt nicht. Und dadurch vielleicht als Jester noch zu gewinnen. Andererseits, wenn natürlich die Townies lieben, ist es gut für Jacko, weil dann kann er bald mit der Mafia zusammen den Kollegen John Proctor hochwählen und einfach darüber das Spiel gewinnen. Weil ihm ist ja egal, wie er dazu kommt. Hauptsache, er kommt zu seinem Ziel. Er wurde gewarblockt. Ja. Uf tot, William Phipps der Lever tot, Loki und Nibber Destroyer tot. Interessant. Wir haben einen Jailer, der exekutiert hat. Wenn er jetzt seine Fähigkeit verloren hat, weil es vielleicht ein Townie war, wird es nochmal richtig lustig, weil dann kann Jacko machen, was er will. Aber ich glaube, er hat hier richtig gelegen. Nicht ganz. Ein Doktor Claim gekillt. Das ist lustig. Drei Dr. Claims, Vigilante hat Loki erschossen. Das war von sich aus, weil es gibt keine Hexe, das wissen wir. Den Sheriff? Ja, den Sheriff erschossen. Jetzt hat die Mafia gewonnen.
Weil selbst wenn einer der beiden Getöteten hier Mafia gewesen wäre, was maximal wie ein Fips sein kann, haben sie quasi bald die Votes. Und der Jailer ist auch tot. Wow. Und er hat keinen Bock gehabt. Und der angebliche Lever ist Spy. Zumindest claimte er das. Ja, das ist ein Geschenk für Jocko. Echtes Geschenk. Weil jetzt können sie nämlich hier schon, kann er direkt sagen, John Proctor ist kein Doktor, ich counterclaim, er lügt. Er war Konsort. Okay. Ah, James war es, der einfach nur random rumgeschossen hat. John claimed Bodyguard. James lief auch noch. Das heißt, John Willard ist Godfather. Weil es werden aktuell zwei Random Towns raus. Einmal der Transporter und halt der Bodyguard Claim wären dann zwei Random Towns. Jonathan Corwin würde ich nicht als John hinstellen. Natürlich gegen John Proctor gehen ist schlau von Jocko, weil es ist natürlich sein Ziel, ihn zu lynchen. Und die Mafia wird mitmachen. Easy Win für Jocko. Hier auf Zeit spielen war schlau. Die Town hat sich da selbst ausgelöscht in dieser Nacht. Also, Jailer killt Doktor, Vigilante killt Sheriff. Vigilante wird sterben. Easy Win für ihn. Noch Easy Win für die Mafia. Manchmal läuft es so gut. Normalerweise war übrigens für morgen geplant die Folge 497 Town of Salem Together mit Jocko auch und MT. Und da ist nämlich ein bisschen auf diese Exploit-Geschichte eingegangen. Ich wollte das natürlich noch machen, anhand einer Grafik euch genauer erklären. Problem ist, ich habe die Folge noch nicht bei YouTube hochgeladen gehabt, weil ich es noch nicht fertig gemacht habe. Glückwunsch Jocko zum Sieg übrigens. Und ich weiß nicht, ob ich die Folge noch rechtzeitig wieder auf meinem Rechner habe, um sie dann fertig zu machen. Das heißt, es kann sein, dass ich da ein bisschen improvisieren muss. Eventuell gibt es dann morgen keine richtige Folge Town of Salem. Oder irgendwas anders Improvisiertes. Vielleicht ziehe ich dann einfach eine vor. Er war Escort. Hat John Willard Doktor geclaimed? Ich dachte, John Proctor hätte gesagt, er hätte ihn geheilt. Naja, ist ja egal. Versteht, ich weiß nicht genau, wie ich das hinkriege. Weil eben die Technik mir gerade die letzte Zeit dermaßen einen Strich durch meine YouTube-Rechnung macht. Es kann also sein, dass vielleicht jetzt ein bisschen länger keine Videos kommen. Ich hoffe, ich kriege es schnell genug hin, damit ihr da auf dem aktuellen Stand seid. Weil bei der Folge gibt es eh nicht mehr viel zu machen. Die Mafia hat das gewonnen. Ich meine, der Vigilante stirbt, er wird nicht attackiert sein. Theoretisch könnte die Runde jetzt zu Ende sein. Ein Townie lebt noch. Okay. Ein Townie kann man noch wählen. Es sind drei Mafias am Leben. Und Ding. Are you the witch? Nein, es gibt keine Witch Oof. Oh, guck mal, Investigator Daumen. Schöne Antwort, Jocko. Ja, aber es könnte den letzten wählen. Von daher wird das Ding hier durch sein. Der Vigilante hat sich umgebracht, weil er den Sheriff erschossen hat. Oh, Wemi Hobbs war Dingenskirchen. Ja, Jocko hat gewonnen. Jetzt wird der letzte Townie gewählt. Na schön. Nur noch Danny Torrance. GG. Naja, nicht wirklich. Gut gemacht von Jocko, sich da zurückzuhalten, als er gemerkt hat, dass die Town sehr passiv ist.
Da war es klar, dass die Town irgendwann die Votes verlieren wird. Aber der Claim von John Proctor war irritierend. Warum der claimt, dass er protective ist und jemanden geheilt hätte? Das macht keinen Sinn. Das verstehe ich echt nicht, weil er hat zweimal geclaimt, er hätte geheilt. Er hat einmal geclaimt, er hätte den, ich glaube, John Willard geheilt. Und einmal geclaimt, er hätte Jacko geheilt. Also was da los ist, weiß ich nicht. Naja, er hat verdient zu verlieren, der John Proctor und mit ihm auch die Town. Warum der Jailer der exekutiert, weiß ich nicht. Er konnte halt, wenn er die Information vom Invest hatte, ja, er ist Doc, Disguiser, SK, konnte ja kein SK sein. Also nur Doctor oder Disguiser. Konsort war tot. Das ist in der gleichen Nacht gestorben, also wusste er es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber der Execute war halt dumm. Und dann der von Vigilante, die brauchen wir gar nicht reden. Spy? Wow. Das hätte die Town gewinnen können. Gut, Lever natürlich mit Transporter ganz schön reingerissen und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich wie immer für euer Einschalten. Danke an Jacko für die Runde, die ihr mir zukommen lassen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, Leute.